Okay, wenn ich hier stehe, links oder rechts, gehen wir wieder erst nach links. Ich habe 5 Steinstücke mit verschiedenen Glyphen darauf gefunden. Na gut. So, jetzt aber runter. Noch eine Axt. Dr. Blakes Notizen. Welche unglaubliche Entdeckung wir in dieser kurzen Zeit bereits gemacht haben. Selbst die schockierenden Enthüllungen von Professor William Dyer konnten uns nicht darauf vorbereiten. Sehen heißt wahrlich glauben. Doch diese Entdeckungen haben auch zu Aufruhr in der Mannschaft geführt, die der Auffassung ist, dass diese Expedition in einer Katastrophe enden wird. Einige ernsthafte Geisteskrankheiten stehen momentan im absoluten Fokus. Als temporäre Lösung haben wir in diesem Bereich für den Rest der Expeditionsteilnehmer gesperrt, denn es scheint, als wären die meisten von uns noch nicht für diese Offenbarung bereit. Nachdem wir die überfluteten Hallen vor uns mit unserer einfachen Tauchausrüstung erkundet haben, sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es besser wäre, die Erkundungsmannschaft in 2 oder mehr Gruppen aufzuteilen, um effektiver und schneller voranzukommen. Gemäß des aktuellen Plans werden wir 1 oder 2 Gruppen mit U-Booten in die Tiefen und der unter Wasser stehenden Tunnel entsenden, um nach Möglichkeit eine Route zu finden. Der Rest wird die Erkundung an Land fortsetzen. Dr. Morgan C. Blake. If I am not mistaken, this relief depicts that the overgrown flora we came across at the various points in the cavern can be cleared away with an iridescent device, a tool or a talisman. Curiously, we still haven't been able to find the roots of those plants. They seem to seep out of these caverns by passing through crevices which look as if intentionally made for them. What other secrets might these silent halls conceal from us? Bezüglich der überwucherten Fauna. As we planned, my team will continue exploration through this gateway. Other expedition parties can commence when ready. So
Stargate-mäßig oder wie? Ist Stargate von Lovecraft? Ich muss mal gerade überlegen. Naja, Dimensionsreisen. Und ein älteres Zeichen. Was war das? Looks like something's missing here. Tja, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie die angeordnet werden. Kurbel. Symbols we've seen in strangely carved niches all around here matches with what is written in the oldest parchment. I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant. Mensch, als ich mich der Steintafel näherte, die sich an einem Ort befand, der einem uralten Friedhof ähnelte, wurde ich von einer Vision übermannt. Auf der abgeschliffenen Oberfläche des Gesteins war ein Diagramm bestehend aus mehreren Glyphen abgebildet. Eine der Glyphen war für die Gestalt in der Vision von besonderer Bedeutung. Ich habe das Diagramm ins Notizbuch übertragen und die relevante Glyphe markiert. Ich habe mir gerade schon Eselsbrücken gebaut. Ich hatte noch ein paar Mal probiert, aber es ist einfach nichts passiert. Ich habe mich auch auf diese Platte dargestellt. Da ist aber auch nichts passiert. Also wir haben oben diesen Dojo, links zur Haken. Rechts sind die beiden Striche an der Seite. Unten rechts ist die Welle und links ist der die Sonne, der Mond, ja. Dojo ist oben. Haken waren links.
Sonne war links unten. Die beiden Striche kommen dahin. Und diese Welle kommt hier hin.